Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Binding of Isaac Rebirth Episode 11. Mein Name ist Suicide Snowman. Und schauen wir mal, wo wir denn hier so sind. Magdalene haben wir ja hier und Isaac und Cain. Azazel hatten wir auch schon, Lazarus. Wir spielen heute mit Isaac. Ich habe gerade Lust auf Isaac. Und los geht's in den Basement. Geld. Opfer ich die Bombe jetzt oder nicht? Opfer ich die Bombe jetzt oder nicht? Ich lasse es mal noch liegen. Okay. Spiel. Was tust du? Spinnen. Rote Spinnen. Könntet ihr... Geh weg. Da. Dann hier, Charm of the Vampire, Kills, Heal, wow, die hatte ich ja noch nie, also tatsächlich nicht, finde ich aber gerade ganz cool, muss ich schon so sagen. Ich schnapp mir jetzt tatsächlich da oben die drei Münzen, denn dann sind wir gleich mit 14 Goldstücken und vielleicht haben wir ja das Glück, dass wir ein paar mehr Schlüssel finden, als wir eigentlich brauchen und dann in der nächsten Ebene in den Shop können. So. Aber immerhin, ich habe nicht gewusst, dass es solche coolen Regeneration-Items gibt. Ich bin mal gespannt, wie das... Ja gut, sagen wir ein halbes weg. Ja, wo hielt mich der Kill? Zu wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit? 5 oder so? Okay. Das ist jetzt der dritte Kill. Der hat mich auch noch nicht geheilt. Muss man jetzt mal ein bisschen mitzählen. Man so ein bisschen leicht abschätzen kann. Juhu. Dinge. Bleib du und. Oh. Jetzt charge da wieder. Ja, ich versteck mich hinter deinesgleichen. Yeah. Hat schon deine Freunde rein. Blöder Haufen. Voller Scheiße. Mehr bist du nicht. Deswegen bist du so frustriert und versuchst den armen kleinen Isaac zu töten. Als geh endlich drauf. Wir haben immer noch nicht einen Heal gekriegt. Das heißt, glaube ich, Gegner 6. 7. Eben hat es funktioniert. Und es wird schon angezeigt dann. Hier ist ein Shot-Speed-Up. Damit kann man was anfangen, auf jeden Fall. Aber wir haben keinen Schlüssel für die zweite Ebene, verdammt. Isaac, träum von deiner Truhe. So, weiter geht's. Was ist denn mit deinen Augen los? Oh Gott, du armer Junge. Haben sie dir Zahnstocher in die Augen gedrückt? Vollbombenalarm Deluxe. Oh, krass, nochmal eine. Jetzt haben wir immer einen Schlüssel. Und die haben ein Herz und die Möglichkeit, Lebensenergie zu verlieren. Ah ja. Goldraum. Perfekt. Was haben wir denn hier? Oh oh. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich hatte es noch nicht. Anti-Gravity Tears. Doch, die hatte ich schon. Ah, gut. Ich kann damit leben. Wenn ich mich erinnert hätte, was es ist, hätte ich es wahrscheinlich liegen lassen. Wobei es manchmal gar nicht so schlecht ist. Aber gerade bei solchen kleinen Gegnern finde ich es ein bisschen nervig. Aber so Verfolgende sind auch immer ganz schön praktisch dann. Denn man kann ja die Linie hinter sich herziehen und dann laufen die Gegner automatisch rein. Das hat auch was. Was haben wir denn da? Ein Rosary Beat. Fade Up. Immer schon ein Gegner. In den Endbossraum. Machen wir mal noch rechts rum. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen. Schlüssel. Fände ich ganz toll. Ja? Ja, komm. Genau. Ja, immerhin eine Bombe. Bomben sind schon mal nicht verkehrt.
Na, nichts Interessantes an Stein. Zumindest jetzt nichts, dass ich nicht, dass ich das gesehen hätte, ja auch nicht. Nö. Blöd. Monstro, hallo. Na gut. Ist jetzt nicht nachteilig bei dem. Ich weiß nicht, ob es ein extremer Vorteil wäre. Wobei es schon krass reinballert hier. Ja. Ja, jetzt haben wir ihn gleich, haben wir ihn gleich, haben wir ihn gleich. Jetzt springt der Vollidiot drüber. Verdammt. Aber hier können wir uns noch heilen. Da müssen wir noch nicht mehr zurücklaufen. Speed. Oh, Speed. Speed up und size down. Koffein. Ich funktioniere eigentlich nur auf Koffein. So. Ja, nee, nicht ganz so extrem, aber Koffein gehört schon so zum Tag dazu. Also Kaffee. Na, ihr Maden. Ach Gott. Genau bei solchen Gegnern finde ich dieses Anti-Gravity eben echt nicht von Vorteil. Oh. Da hat er sich eben mal wieder selbst geheilt. Das passiert echt sporadisch mal. Sparen wir uns. Keine Schlüssel. Ja, geil. Ja, mega geil. Was denn hier? Ja, zieht sich immer so. Ich habe ja noch eine weiße Pille. Aber die spare ich mir jetzt noch auf. Ich weiß zwar nicht, was sie macht, aber ich spare sie mir jetzt noch auf. Und falls sie gut sein sollte, würde ich sie hier ungern verbrauchen. Gibt es auf dieser verdammten Ebene nur noch etwas anderes als diese blöden Maden? Die ist so furchtbar interessant mit den Dingern. Ich hätte einfach das Maul halten sollen, echt. Seelenherz. Dafür kann ich mich begeistern. Ja, immer noch keine Schlüssel in der Gibt's ja wohl nicht. Nein. Nein. Da brauche ich auch eine Bombe. Ah, hat er sich wieder selbst geheilt. Ja, schauen wir doch mal hier rein. Money equals damage. Ich glaube, das heißt, je mehr Geld, desto mehr Schaden. Ich habe mir die Frage schon mal gestellt und ich habe es nie nachgeguckt. Nie. Ich glaube, ich habe es mir schon 5 oder 6 Mal gestellt. So, ja. Genau das meine ich mit, sie laufen einfach rein. Das hat schon was so. Einfach so dastehen und dann tot. So, also fast. Wenn man die Matschepumpe dann noch trifft. Na. Na. Ah. Geh weg. Ja. Und. Ja, jetzt sind wir wieder voll geheilt. Perfekt. Sehr schön. Wenigstens einen Schlüssel haben wir noch bekommen. Immerhin, wenigstens einen Schlüssel. Dann können wir wenigstens noch in den Goldraum rein. So, my little unicorn temporary badass. Ja. Ja, also, das Teil ist wirklich nicht zu unterschätzen. Damit kann man schon ordentlich reinhauen. So das Gefühl, dass da schon der Geheimraum sein könnte oder einer davon. Ja! Perfekt. Keine Bombe verschwendet. Ein grüner Pilz. One-Up Extra Life. Boah, du blödes rotes Feuer.
Dann spreng ich mich jetzt direkt hier noch nach rechts in den Shop rein. Und kaufe mir einen Schlüssel für die nächste Ebene. So, das ist ein Deal. So. Endbossraum. Tja. Okay, das sollte jetzt nicht so das Mega-Problem sein. Also ein großes Problem ist er definitiv. Aber kein schwieriges. Komm her. Ja, ja. Nein. Ah, sehr gut. Komm, wir gucken mit. Oh, Range Down. Das hat's jetzt natürlich gebracht. Und der grüne Pilz fliegt uns die ganze Zeit hinterher. Das ist auch cool. So. So. Also das Einhornhorn spare ich mir lieber auf. Es braucht lange zum wieder aufladen. Health up, Tears up, Shot Speed down, okay. Wow. Oh. Okay, ich glaube, damit könnte man was anfangen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt sind wir in Caves 2. Ja. Ja, 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 ja. Bam. Weg. Bam. Wieder weg. Okay. Zack. Bei dem ist das mal praktisch. Noch nie daran gedacht. Wir haben natürlich einen Schlüssel gefunden, den wir in der letzten Ebene hätten gebrauchen können. Ja, bei denen ist es mega praktisch. Mal so ein paar legen und dann aufhören zu schießen, wenn sie rauskommen. Nochmal ein Schlüssel, natürlich. Oh, wir haben eine Karte gefunden, des Stars. Wir können einen Schlüssel sparen, indem wir uns direkt in den Teleporterraum teleportieren. Golden Touch, Midas Touch. Das heißt, wenn wir von Gegnern getroffen werden, beziehungsweise berührt werden, verwandeln sie sich in goldene Statuen oder werden eben golden und droppen Gold. Gold, 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 Gold. Und das können wir gut gebrauchen, denn wir haben diese Brille und ich schätze ja, dass sie mit mehr Gold mehr Schaden dann machen. Deswegen ist das, so, ich glaube, eine ganz coole Kombination, falls wir getroffen werden. Wir können uns theoretisch auch treffen lassen und dann heilen, wenn wir sicher heilen können. So wie jetzt, nachdem wir jetzt da dieses volle Herz gefunden haben, könnten wir uns da ja einmal so. Genau, sowas machen. Haben wir da zweimal Gold kassiert? Ah, zweimal. War jetzt so nicht geplant. Ah, jetzt hat er sich ja schon wieder hier mit dem Selbstheilen durch diesen Vampirismus-Effekt oder wie auch immer. Und nochmal. Und jetzt gehen wir uns noch nicht heilen. Wir passen einfach auf. Ja. Hallo. Wow. What the fuck? Okay. Wir sind wieder geheilt. Ja? Ah, halt ihr schnell. Ah. Ihr seid mir. Jetzt haben wir 5 Schlüssel. Echt. Scheiß Spiel. Also blödes Spiel. Seid freundlicher. Verteil mal deine, deine Schlüssel gleichmäßiger über die Dungeons. Und die über die Ebenen. So. Ja. So.
Hau mal rein. Daddy. Das ist auch nicht so das Problem. Wow. Noch mehr Schlüssel und Gold. Ah, wir haben uns schon wieder treffen lassen. Ich bin so ein Idiot. So. Jetzt aber wieder auf Nummer sicher gehen. Ja. 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 Und jetzt haben wir ihn dann. Jo. Ey. Auch du bist damit gemeint zu sterben. Was haben wir denn hier? Health und Luck up. Magic Scab. Okay. Ich würde mal sagen, der Lauf läuft soweit eigentlich echt ganz gut. Bisher. Ab in die Tiefen. Ja. Ja. Irgendwie sehen wir schon cool aus. So blau mit dem Blut da unten und dem goldenen Körper und der Dollarbrille. Wir sind schon so der Money Boy hier. Fehlt bloß noch das Goldkettchen und dann, oder 10 dicke Goldkettchen. Isaac. The Gangster Rapper. So sieht er aus. Es sind keine Tränen. Das ist das Blut seiner Feinde, die er im Bandenkrieg verloren hat. Deswegen ist es auch rot. So. Oh, komm. So. Ein Goldstück. Ernsthaft. Eins. Hättest du behalten können. Ja, okay, lauf rein, dann machst du dir trotzdem Schaden, auch wenn du eigentlich mit deinem geschützten Bereich reinläufst. Das ist mir aber gerade recht. So. Fledermaus. Oh, hi. Zu dritt? Zu dritt finde ich euch jetzt nicht so. Gut. Ja, noch zu zweit. Der eine hat sich hier drin irgendwie so reingekitzt und hat irgendwie keinen Bock gehabt, rauszugehen. Das war ein bisschen knapp gerade, habe ich das Gefühl. Aber man darf ja auch mal Glück haben. So, von dir lassen wir uns berühren. Trollbombe. Da, 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 da. Nochmal einer. So, das war jetzt auch wieder keine Absicht, aber. Weiter geht's. Was sagt denn unser Schaden? 3. Keine Ahnung, ob das wirklich dann da drauf gerechnet wird mit dieser Brille. Aber die Tränen sind schon gewachsen, habe ich das Gefühl. Wow. Wieder eine Münze. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich so. Also, macht ja auch Sinn mit so einer Brille und wenn dann dort steht, Dollar equals Damage. So, ich will aber trotzdem den Goldraum noch finden. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da. Nichts. Absolut nichts. Leere. Eine gelbe Pille. Geht sterben. Ja, geht sterben. Genau so. Was hat mir denn. Achso, die haben Blut geschwitzt.
Oder verloren. Health up, you feel protected. Cool. Noch mehr Lebensenergie. Jetzt schauen wir da unten noch rein. Und lassen uns sogar noch schön treffen. Und versauen das mit dem Gold Touch Gedöns Dingens da. Fällt mir der Name nicht mehr ein vom Effekt. Midas Touch. Midas Touch. Wir könnten theoretisch ja da noch reinschauen. Und uns heilen. Und uns mal den Pillengenerator mitnehmen. Haben wir dann noch was Blaues? Full Health. Das ist schon mal schön. Was haben wir denn hier? Einfach ein Pills. Kaufen wir uns die Full Health Pille wieder und nehmen das My Little Unicorn mit. Ja, dann können wir ganz viel Geld machen und wieder Schaden pushen und dann uns einfach heilen. Und warum haben wir jetzt irgendwie so ein... Aber ich hoffe, dass der Midas-Effekt trotzdem noch da ist. Auch wenn wir irgendwas aufgenommen haben, was uns dieses komische Aussehen da eben gegeben hat. Was war das? Wahrscheinlich ist mit dem... Ja, keine Ahnung. Wir werden... Monstro 2, oder wie du heißt. Gehen wir nicht so auf die Nüsse. In einem Rap Battle hättest du niemals eine Chance. Kannst du überhaupt sprechen? Hast du überhaupt Stimmbänder? Du! Ja, komm her. So, ich bin direkt rein. So, wir sein so nochmal ein Pilz. All sets up the Magic Mushroom. Das ist ja gar nicht übertrieben, so langsam. Ich find's cool. Ja. Wo sind wir jetzt? Tiefen 2. Bam. Komm her. Was? Berühr dich kurz und jetzt. So. Ach, durch dieses You Feel Protected erleiden wir wahrscheinlich weniger Schaden. Was natürlich auch wieder geil ist, denn dann können wir uns schneller wieder hochheilen, wenn wir durch den Midas Touch Gegner absichtlich berühren oder getroffen wurden. Homing Shots. Weiß nicht, ob es das jetzt so bringt. Und daher bin ich mir jetzt gerade echt unsicher, ob das so eine gute Sache ist. Aber wir haben ja hier, genau, schauen wir mal da rein. Das sieht irgendwie nach Bumerang aus, aber das könnte schon eine coole Kombination sein. It will never leave you, the Boomerang. Yay, einmal benutzen. Oh, der lädt sich dann automatisch wieder auf. Ja, aber ich bleib trotzdem bei dem Temporarily Badass. Will Isaac noch zum... Bringen mir die Homing Shots jetzt was? Ich hab da noch nicht so richtig drauf geachtet. Ja, also... Das ist das schwierig zu sagen, weil hier jetzt noch dieses Gravitationsfeld mit reinspielt. Was haben wir denn hier? Zwei Schlüssel. Keybagger. Eine Truhe. Naja. Das kannst du auch besser. So. Hallo, Glatteni. Ja? Wow. Was geht denn hier ab? Einmal berühren hier und da. So, genau. Das war der Plan. Ein bisschen mehr Geld rausholen aus Glatteni. Also stören tut mich das mit dem Homing-Gedöns jetzt schon mal nicht. Ja gut, sie lenken sich da, sie bewegen sich tatsächlich.
Nicht so krass, dass, dass es mir was bringen würde, denke ich. Ja, wobei, das war jetzt gerade schon reichlich kurvenhaft hier. Ja, doch. Doch, das ist cool. Ja, it feels lucky. Nehmen wir mit. Wir waren schon im Goldraum. Wir gehen rüber. Mom! Hallo Mom! Jo. Mom ist einfach mal. Wow. Gleich tot. Ja. Wir sind einfach zu stark für Mom. Machen wir mal direkt reingelaufen. Stammzellen. Aber wir haben es nicht geschafft. Wir sind 4 Minuten so langsam für den Boss Rush, weil den hätte ich jetzt gerne versucht. Aber gut. Können wir jetzt nichts machen. So. Schauen wir doch direkt mal hier. Ja. Da ist die scheiß Zecke. Aufpassen, nicht aufnehmen. Ja. Oh, hallo Loki. Ich bin doch so ein... Ja, ich sag's doch eben noch. Und dann... Ach, Gott. Gut. Ja, jetzt ist es rum. Ja. Ach, Mann. Das nervt mich jetzt echt. Ich sag's noch und dann renne ich voll rein. Ich bin so ein Vollidiot manchmal. Ach. Hier, weg mit dir. Bombe. Zecke für Bombe. Wieder Fortune. Sprengen wir gleich. Kein Bock. Jetzt die Kohle auszugeben und dann meinen Schaden zu reduzieren. Mhm. Envy. Das ist irgendwie alles so einfach. Bam. So. Was war denn hier? Ja, das war ja klar. Ja? Was ist das denn? Also wir können es nicht aufnehmen. Das ist ein Trinket und wir haben die scheiß Zecke aufgenommen, verdammt. Gibt's hier noch einen Goldraum? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht mehr. Wir sind ja auf den unteren Ebenen. Wow. We make damage. And more damage. And more damage. Was ist denn da? Was war denn da für eine Pille? Oh, komm. Alles weg. Rein und wieder raus. So, dann hier für eine Pille. Bombs-Aki und zu heilen. So. Seelenherz. Ja, könnte doch vielleicht. Nein. Und hier? Ja. Jop. Da sage ich nicht nein. Jo. Ich habe gerade Zeichensprache benutzt, um mit jemandem vor dem Fenster zu reden. Aber deswegen war gerade so still. Also nicht wundern.
Hat sich schon erledigt. Gertie, Double Trouble Gertie, okay? Das hatte ich jetzt auch noch nicht gekommen. Ich hatte schon lange, lange, lange Zeit kein Double Trouble mehr, aber die machen einfach so viel Damage, dass das völlig irrelevant ist, wie viele davon da sind. Es wird jetzt, glaube ich, auch jeder 5 sein. Mir ist einfach egal. Ja, guck's doch mal an, das ist ja... ist ja gar nichts hier. Da haben wir die Box. Stuff. Schlüssel. Und Bomben. Und Heilen. Und The Tower. Und Full Health. Das ist die Full Health von eben. Und das Trinket können wir natürlich nicht aufnehmen. Dann haben wir mal den Tower. Ja, also der Tower ist ja der Anarchist Cookbook-Effekt. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Und da hinten wären noch Bomben gewesen. Aber da kommen wir nicht hin. So. Machen wir da einfach mal auf. Warum? Es geht nicht an. Doch, es geht ab. Oh Gott, sind hier viele Teufelstruhen drin. Krass. Das war die Bomber Key. Können wir wieder tauschen. Die Schlüssel brauchen wir, glaube ich, nicht mehr so oft. Jetzt hier rein. Ah! Guppy's Tail. So. Die hat uns direkt... Ja. Wir dürfen zu Satan. Willkommen in Sheol. Wir haben es das zweite Mal hierher geschafft und dieses Mal werden wir es schaffen. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Oh. Und gleich so einer von Anfang an. Da. So. Dieses Mal kriegen wir es hin, Satan zu besiegen. Das zweite Mal, dass ich hier bin und beides Mal in der Aufnahme. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Ich muss jetzt echt nur wirklich mich konzentrieren und aufpassen, dass ich Satan fett in den Arsch treten kann. So. Okay. In die Richtung. Ach, der ist ein Spiegel-Isaac gewesen. Was haben wir hier? Machen die was? Oh Gott, ja, die machen was. So. Ja, den Hit musste ich jetzt aber tatsächlich einfach in Kauf nehmen. Wir haben ja auch noch das Ersatzleben. Nicht den One-Up-Pilz, glaubst du? Ist das geil. Oh, wie toll. Da können wir uns heilen und wir können ja auch noch den Vampirismus und sowieso. Und die sind unsichtbar. Ja, aber wir haben ja die Homing-Dinger und die gehen auch auf unsichtbar. Oh Gott. Ist das perfekt. Jetzt laufe ich natürlich voll rein, aber wenn wir getroffen werden, machen wir ja mehr Schaden, denn dann haben wir den Niedersatz, verdienen dadurch Geld. Aber oh Gott, sind das synergetische Effekte? Ich glaub's ja wohl nicht. Ja, lauf einfach rein und stirb. Du musst gar nichts mehr machen, außer rumlaufen und ja. He accepts your offering, Remnant Goathead. Da. Jetzt sind wir uns noch 7 Schädel über, um Satan zu zeigen. Ja, dein Symbol, die Ziege. Bringt ihm gar nichts. Ziehen sie uns einfach über wie eine Mütze. So, da können wir ja noch Seelenherzen abgreifen. Nein, verdammt, die sind ja da hinten dran. Da würde ich ja sowieso nicht rankommen, selbst wenn sie tatsächlich entstehen würden. Ja, hallo, Apokalyptenbereiter. Hast du irgendein Problem? Ja, dann komm. Nicht? Hier noch eine Bombe und hier das und das und das und das. Jetzt haben wir noch mal ein bisschen. Ja, ist halt nicht so, dass wir hier irgendwelche Probleme hätten. Wir können hier einfach ganz bequem durchlaufen. Hm?
Da kann sich eins nicht entscheiden. Das war jetzt gerade auch cool. Habe ich auch noch nicht gesehen, dass so ein Teil stehen losgeflogen ist, stehen geblieben ist, dann so hin und her zurück und dann, oh, da ist doch noch ein Gegner und dann, wow. Blöde Augen. Ihr seid nicht meine Freunde. Was haben wir hier? I can see forever. Oh, jetzt laufen wir aber echt, glaube ich, noch die Räume hier entlang. Ja, so ein Herz finden. Hier unten vielleicht noch eine Chance, irgendwas zu entdecken, damit wir die Geheimräume entdecken können. Wenn wir schon mal in Sheol sind. Ja, ja, geil. Ja, mehr wie geil. Können wir direkt hier werfen und uns merken, wenn wir sterben und dann irgendwo anders respawnen, können wir hier unser Unicorn-Shit wieder aufladen. Da haben wir alles, es ist nur noch ein Raum übrig. Guck mal da auch noch rein. Ah, die komischen Schattendinger, die so schnell sind. Ah, macht nichts, macht nichts. Wir haben ja auch noch eine Full Health Pille. Also ich kann doch einfach auch so reinlaufen. Rein, genau. Ja, dann würde ich sagen. Auf zu Satan. Macht der irgendwas? Aha. Der kommt jetzt erstmal schwer. Aber das ist jetzt nicht wirklich euer Ernst. Da kommt doch bestimmt noch was anderes. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja, genau. Hi. Wie geht's dir so? Ich mach trotzdem übel den Damage, merke ich gerade. Ja. Oh, Alter. Stress mal nicht so. Einmal dich. Okay, jetzt verwandelst du dich natürlich. Oh. Ja. 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 Dann du ruhig mit deinen Hufen. Ja, auch so. Wir haben Satan besiegt. Wir haben hier jetzt echt Satan besiegt? Wir haben Satan besiegt? So einfach war das. Ja, würde sagen, das war's für heute mit The Binding of Isaac Rebirth. Wir haben tatsächlich Satan besiegt. Wenn euch meine Videos gefallen, dann schaut doch einfach auf meinem Channel vorbei und könnt ihr mich abonnieren und dann bleibt ihr auch immer auf dem Laufenden mit den aktuellen Videos. Ansonsten würde es mich noch freuen, dass ihr, wenn ihr das Video bewerten könntet. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal bei The Binding of Isaac Rebirth. Bis dann, ciao.